In diesem Video möchte ich eine Berechnung der Quadratwurzel durchführen, und zwar mit Hilfe dieser Näherungsformel hier. Das ist also eine Iterationsvorschrift, also ein Iterationsalgorithmus, den wir hier sehen. Und für solche Iterationsalgorithmen, da empfehlen sich eben While- oder Repeat-Schleifen in R. Und hier in diesem Video möchte ich zunächst mal zeigen, wie das Ganze mit einer While-Schleife funktioniert. Das heißt, wir müssen also diese Iterationsvorschrift jetzt implementieren. Ich habe das Ganze hier schon mal vorbereitet. Also wir sehen hier das Programm dazu. Also das heißt, wenn man mit einer Schleife arbeitet, ist es nötig, zunächst mal eine Initialisierung zu haben, die also vor der Schleife ist. Da haben wir also verschiedene Variablen, die eben zunächst mal gesetzt werden. Es gibt also zum einen eine Variable Delta, die wird also immer wieder verändert in der Schleife. Das soll also die aktuelle Genauigkeit sein, die wir quasi haben in den Iterationen. Dann die Toleranz, das ist die Genauigkeit, die wir gerne erreichen würden. Und jetzt ist es so bei While-Schleifen, das sind also Schleifen, die also iterieren und bis eben ein Abbruchkriterium eben erfüllt ist. Und es könnte ja zum Beispiel passieren, wenn ich jetzt das Abbruch nur die Genauigkeit nehmen würde, dass mein Algorithmus nicht konvergiert und diese Genauigkeit nie erreicht. Deshalb ist es also üblich bei solchen While- und auch dann Repeat-Schleifen eben noch ein zusätzliches Hintertürchen einzubauen, nämlich die Iterationszahl. Also es gibt ein Iterationsmaximum, wenn ich das überschreite, dann wird eben auch die Schleife abgebrochen. Also da wird also sozusagen hier ein Zähler gesetzt, Iter, der wird also hochgezählt, und sollte ich also die 100 erreichen, bricht die Schleife ab. Und ich möchte also hier zunächst mal die Wurzel von 2 berechnen, also meine Zahl a ist hier die 2. Und mein Startwert für die Iteration ist die 1, also das Newton-Verfahren ist ja ein lokales Verfahren, man sollte also einen Startwert wählen, der nicht zu weit weg ist von dem Wert, den man vermutet als Ergebnis. Also hier vermute ich mal, es muss natürlich kleiner als 2 sein, aber auch größer als 1, also nehme ich eben einen Startwert von 1. So, das ist die Initialisierung, die können wir jetzt hier schon mal durchführen. So, zweiter Schritt ist jetzt die Schleife, also das heißt, hier ist der Aufbau, das heißt, es ist der Schleifenkopf hier, dieses While, und in diesem While steckt also hier das Abbruchkriterium drin. Es muss also gelten, dass sowohl Delta größer die Toleranz ist, als auch Iter kleiner dem Iter Max ist. Solange das gilt, läuft die Schleife weiter, wenn eine der beiden Bedingungen verletzt ist, also entweder die Toleranz erreicht wird oder eben das Iterationsmaximum erreicht wird, dann bricht die Schleife ab. Ich gehe dann in die Schleife rein, hier kommt der Schleifenkörper, der eben durch geschweifte Klammern hier sozusagen abgegrenzt ist, und in der Schleife erfolgt jetzt die eigentliche Berechnung. Ich setze also meine Iteration um 1 hoch, also von 0 auf 1, führe dann diese Berechnung aus, also ich rechne das xn plus 1 aus, ausgehend von dem xn, rechne aus, wie genau bin ich denn im Moment, also was ist meine Genauigkeit Delta aktuell. Dieses Delta kann ich dann zur Kontrolle zum Beispiel auch ausgeben lassen, damit ich sehe, ob die Schleife auch wirklich konvergiert. Und dann setze ich eben den alten Wert sozusagen auf den Wert, den ich jetzt berechne habe, und gehe in die nächsten Schleifen durchlauf und berechne eben wieder das xn plus 1. Schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Also führen wir mal die Schleife durch. Wir sehen also, das sind die Ausgaben von der Genauigkeit. Wir sehen also, wie die Genauigkeit hier sehr schnell, das Newton-Verfahren hat eine sehr schnelle Konvergenz, also wie die Genauigkeit sehr schnell zunimmt. Und wir sehen, dass wir im Prinzip hier 5 Schritte gemacht haben. Also gucken wir mal, der Wert ist also eben ziemlich nah offenbar schon an dem Wert von Wurzel 2. Das können wir jetzt nochmal vergleichen, indem wir die Implementation von R nehmen, also Square Root, und sehen, okay, bis auf Maschinengenauigkeit liefern beide Funktionen oder beide Ansätze das gleiche Ergebnis. Und wir sehen nochmal, wir haben also 5 Iterationen dafür gebraucht, um diesen Wert zu berechnen. Wenn wir das Ganze neu machen wollen, dann müssen wir also jetzt zum Beispiel Wurzel aus 3, nehmen wir mal hier vielleicht die 2 dann als Startpunkt, dann müssen wir das Ganze wieder von oben starten, also die Initialisierung neu durchlaufen, die Schleife neu durchlaufen. Wir sehen, in dem Fall hat es jetzt 4 Schritte offensichtlich nur gedauert. Wir haben hier diesen Wert 1,7, der ist nahezu perfekt identisch zu dem, was wir mit der Square Root Funktion bekommen. Und wir haben 4 Iterationen dafür gebucht. Also so funktioniert eine While-Schleife. Also man braucht ein Abbruchkriterium. Das Abbruchkriterium sollte immer so sein, dass es also eine Hintertür gibt, sodass man also nicht in unendliche Schleifen hineinläuft.
Und der Schleifenkörper, der führt dann die eigentlichen Berechnungen durch.